Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Wir sind heute wieder in den Pilze. Ja, Trüffel ist dabei und die Simone, weil die findet einfach keine Pilze. Immer leere Teller, ne? Schmacht zu Hause. Ja, das wollen wir heute mal ändern, ne? Seid dabei, kommt mit uns in den Berg, ne? Und wünscht uns Trüff, Trüff. Wir wünschen euch viel Vergnügen mit diesem Film. Wollen ich? Jo, wollen ich. Ja, gar nicht weit gelaufen. Und was sehen wir da? Pfifferlinge. Komm mal, Simönchen, pflück den. Nicht fotografieren, pflücken. Da steht noch einer daneben, den nimmst du auch. Der hier? Der und der daneben auch. Ja. Ja. Sieh mal. Ich hab Pfifferlinge gefunden. So, halt die erstmal fest. Da sind noch welche. Ja, ist das nicht geil? Und zeig's mal. Ja. Was eine Beute. Was, ja. Was ist das für ein Pilz? Perlpilz. Guck mal, das ist ein Perlpilz, sagt Simone. Dann pflückt er mal raus. Aber er versucht, die Knolle mitzukriegen. Ja, wenn da Haare drunter sind, dann ist er giftig. Siehst du? Jetzt dreh den mal um. Ja. Jetzt dreh den mal um, dass die Knolle da unten ist. Ach, dies. So, und was ist das jetzt? Ist das immer noch ein Perlpilz? Nee. Sondern? Weiß ich nicht. Ein weißer Knollenblätterpilz. Ach, so sieht er aus? Ja, das ist ein weißer. Ich glaube, die sind so lang. Nö, das ist er. Jetzt brecht ihr den genau an. Moment. Jetzt riech mal da dran. Ich schneide den mal an hier. Jetzt riech mal dran. Oh. Riecht nach Kartoffelkeller, ne? Ja. Ja. Riecht nicht gut. Genau. Also merken. Jetzt legt ihn so hin, dass er aussporen kann. Jeder Pilz ist für den Wald wichtig. So mit den Lamellen da oben, genau. Ja, stimmt. Ja, hier kommen wir an so eine Ecke. Da steht alles voller Knollenblätterpilze. Und zwar alles weiße. Es sind keine grünen. So, wie so gelbe Knubbel gucken hier Semmelstoppelpilze aus dem Laub. Ich nehme mal einen raus. Kann man mal gucken, unter dem Kopf. So. So, und dann sind da unten diese Stüppelkes dran. Die kann man hinterher mit dem Pinsel wegfegen. Ja, das ist ein sehr hervorragender Speisepilz. Und in der Mischpilzpfanne machen die sich hervorragend. Ja, hier haben wir einen lila Lacktrichterling. Ja, nicht giftig und sieht so schön giftig aus im Essen hinterher. Der hält nämlich seine lila Farbe. Den tun wir mit in den Korb. Ja, hier finden wir ein Marönchen. Und das ist natürlich ein ganz feiner Pilz. Simönchen läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und er erntet das Marönchen. Ja, und die erntet jetzt das Marönchen, hat sie gesagt. Ja, Simönchen wird richtig pilzgeil hier. Ja, das hat sie nämlich gestern nie erlebt. Die war gestern im Wald und hatte einen bleiweißen Trichterling. Woll! So ein schönes Marönchen, ne? Ja. Nochmal ein Pfifferling. Ja, hier wachsen Trompetenpfifferlinge. Ganz tolle Dinge. Ja, gehören auch zu den Pfifferlingen, sind Leistlinge, man erkennt das hier an den Leisten. Habe ich schon oft genug vorgestellt. Njam, 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 wandern in den Korb. Ja, guck mal hier, Schlumpfhausen. Simone, du Gazelle. Da habe ich Pilze erspäht. Was sind Semmelstoppler oder Pfiffers? Semmelstoppler. Ja, mitnehmen. Aber ich heiße nicht Steffi. Aha. Ah, Hohlfußdinger. Hoppala. Ja, das sind Hohlfußröhrlinge. Hohlfußröhrlinge. Ja, der Trüffel. Hm? Ja, schön im Wald, ne? Ja, hier finden wir auch noch Butterpilze. Die sind ein bisschen, die haben oben also einen braunen Hut, nicht so gold wie der Goldröhrling. Ja, sag ich doch, ist das so ein Butterpilz? Ja, genau.
Jo, auch hier ein Marönchen. Im Lärchenwald ein Marönchen, ein Marönchen. Oh ja, komm mal her, komm hier. Da. Oh ja, ein Trüffel, ein Trüffel. So, Simone im Erntestress. Hier steht nämlich alles voll Pilze. Der ist gut, ja, nimm mit. Warum stehen lassen? Der ist doch in Ordnung. Ja, guck mal, wie schön der ist. Mann, war größer wie ich. Ja, schöner Goldröhrling. Nur mal eben zeigen hier. Alles voll dieser Hohlfußröhrlinge. Simone, du Gazelle, geh mal 10 Meter hoch und jetzt gehen wir quer zum Hang, hier rüber. So. Der Wald steht voller Pilze, es macht richtig Spaß zu sammeln. Oh, guck mal, da kommt die Simone richtig in Sammelrausch. Denn hier steht alles voll Semmelstöppelkes. Guck mal. Muss weg. Semmelstoppelpilze. Ja. Ja. Die ist ja fein. Ja, diese Schnecke, die will jetzt hier diesen Bach wohl überqueren. Aber leider verkehrt hier keine Fähre. Hier am Buchen finden wir noch riesengroße Semmelstoppel. Das heißt, so groß sind die gar nicht. Aber gerade noch so, dass man verwerten kann. Und das ist schön. Ja, so sieht ein Korb aus, wenn man mit Charlie unterwegs ist, wohl? Ja. Hat sie gerade gesagt, jetzt kriegst du gleich einen Orgasmus wie beim Pilzesammler. Ja. Wie Orgasmus? Ja, hier finden wir einen flockenstieligen Hexenröhrling. Ja, pflück ich mal ab. Nicht? Schön flockig. Ja, das Pilzesammeln hier in den Sauerländer Auen. Ja, da geht es einen Berg rauf. Aber es geht auch wieder einen Berg runter. Das nennt man dann Hang. Deshalb hat der Sauerländer auch ein langes und ein kurzes Bein. Ja, da haben wir einen Pfifferling entdeckt. Aber ich bin zu schlank dafür. Ja. Simone macht das schon. Na, guck mal, kriech da rein, brich durchs Gehölz. Guck mal, wie der Survival-Mensch hier. Ja, genau. Ich soll doch die Hose reißen, ey, super. Ich hab ihn! Such mal, geht doch. Wer sagt denn, hör mal, für seine Pilze muss man arbeiten. Ja, das ist ja ein schöner Zibarius. Hier ist ein Steinpilz. So, jetzt drehst du den vorsichtig raus, Simone. Ja, da. Hier ist auch noch einer. Ja, ja, den kleinen. Nimm den da mal erstmal. So. So, schön rausnehmen. Ja, wunderbar. Da ist er, Haute Couture. Ja. Schade, der ist nicht groß genug. Dann lass den stehen, den kleinen. Ja, Boletus Edulis, lecker, lecker. Dann gibt es ja diese Suche. Ja, so, jetzt beschließen wir es so langsam. Ja, denn der Korb, der ist halb voll. Das reicht für die Simone, die ist sowieso schon so voll schlank. Ja, hör mal, wir zwei beide, ja? Wir zwei beide, ja? Wir werden nicht mehr schlank. Ich hab mal 3500 Gramm gewogen, da kommen wir Leben nicht mehr hin. Zwei Dicke im Wald. Sicher dat. Wir sind zwölf, wir sind keine Elfen, wir sind Zwölfen. Genau. Ja, Leute, das war's. Wir waren gut in die Pilze, haben auch gut gefunden. Diesmal sehr viele Semmelstoppelpilze, was uns sehr freut. Ja? Ja, dann haben wir einen Steinpilz, wir haben sogar einen Hexenröhrling, wir haben Pfifferlinge. Ja, also man kann zufrieden sein. Ne? Die Pilze nimmt alle Simone mit, weil ich habe schon so viele. Die Truhe ist voll, ich passe nichts mehr rein. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film und sage trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie. Sag auch mal Tschüss. Tschüssi.